Skeletten des Unterlabiums. Das Ansprechen, die Kraft und die Stimmung der Orgelpfeifen wird auf der Intonierlade überprüft. Wie für die Instrumente eines Orchesters werden auch für die Orgel verschiedene Klangcharaktere, zum Beispiel Flöte oder Posaune, durch Metalle und Hölzer und deren unterschiedliche Formung geschaffen. Eine aus 56 Orgelpfeifen bestehende Reihe mit gleichbleibendem Charakter nennt man ein Register. Neben Erfahrungen im Umgang mit dem Material, neben Präzision der harten Arbeit, ist hier Musikalität des Gehörs Bedingung. Für das Pfeifenwerk sind Windladen erforderlich. In ihnen staut sich der Luftstrom, bevor er in die Pfeifen eintritt. Das Holz muss abgelagert sein und von höchster Qualität. Selbst feinste Risse würden Störungen verursachen. Neben Holz werden für die Windladen weitere Materialien verarbeitet, zum Beispiel Metalle und Plaste. Sehr viele Einzelteile, zahlreiche sehr unterschiedliche Arbeitsgänge bestimmen die Qualität dieses wichtigen Organs der Orgel. Die Windladen regulieren den Luftstrom zu den Pfeifen entsprechend dem Willen des Organisten. Die Windladen sind gewissermaßen das Herz der Orgel. Die Genauigkeit der Bohrungen in den Rasterbrettern gibt den Pfeifen der einzelnen Register den zuverlässigen Halt. Überall in der Arbeit ist hier äußerste Konzentration und Präzision notwendig. Sorgfalt ist oberstes Gebot. Von hier gehen die Trakturen aus, Züge, die die Ventile öffnen und damit die Orgelpfeifen erklingen lassen. Der Spieltisch. Er kann zwischen 1 und 7 Klaviaturen haben, Manual und Pedal genannt.
Hier der Aufbau einer Orgel mit drei Werken, Spieltisch und Windversorgung. Die Windladen mit Hauptwerk, Brustwerk und Pedalwerk. Was einst in harter körperlicher Arbeit von den sogenannten Kalkanten erzeugt wurde, das besorgt heute ein Ventilator nach einem Druck auf den Knopf. Die Belastung auf der Balkplatte sorgt für gleichmäßigen Druck. Registertraktur wird mit dem in der Windlade reguliert wird, dass die Pfeifen verschiedener Register dem Willen des Spielers entsprechend mit Wind versorgt werden. Dazu wird eine Schleife bewegt, die das jeweils gewünschte Bohrungssystem öffnet. Über die Spieltraktur werden die Ventile geöffnet. Der Übertragungsweg kann über 20 Meter lang sein. Drähte, dünne Holzleisten, abstrakten genannt, Holz- oder Plastwinkel in präzisen Lagerungen, Wippen, Hebel und Wellen in großer Zahl leiten den Druck des Fingers weiter. Die Pedaltasten sind mit dem Pedalwerk verbunden. Die mechanische Traktur hat einen großen Vorzug gegenüber pneumatischen und elektrischen Trakturen. Die mechanische Traktur überträgt einen harten Anschlag so, dass sich das Ventil hart öffnet, und einen weichen so, dass die Pfeife weich angeblasen wird. Die Gestaltungsmöglichkeiten des Organisten werden dadurch reicher.